herzlich willkommen im Spezialdepot. Ich möchte euch eine neue Videoreihe vorstellen. Und zwar geht es um das Thema Haussicherheit. Überschrift: My Home is My Castle. Und es dürfte vielen von euch nicht unbekannt sein, dass man mit dem Ziegelstein Akkubohrer mit einem kleinen Stahlbohrer dran oder einem großen Schraubenzieher sehr, sehr schnell sich Zutritt verschaffen kann. Und das machen viele ungebetene Gäste doch tatsächlich auch. Und wer da keine Lust drauf hat, dass bei ihm eingebrochen wird, der hat verschiedenste Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Der Außenbereich. Am Außenbereich sollten zum Beispiel Tore, Zäune und so weiter vorhanden sein. Und die Tore sollten natürlich auch geschlossen sein. Das bringt euch nichts, wenn ihr ein Tor habt und das ist erstens nie verschlossen oder zum Beispiel nicht mal zugezogen. Also das wäre ein sehr wichtiger Punkt, dass eben Tore vorhanden sind oder Zäune, um eine Barriere zu haben, dass der ungebetene Gast schon mal nicht ohne offensichtlich gegen eine Regel zu verstoßen, sich Zutritt zum Gebäude verschafft. Wenn ihr nämlich einen Zaun habt und einer macht sich an der Hintertür zu schaffen, dann fehlen schon mal ganz viele Ausreden, die fallen einfach weg. Er kann nicht sagen, ja, er sucht da jemanden oder wollte da irgendwas anbieten. Wenn nämlich außen ein Zaun ist und eine Klingel dran, gibt es keinen Grund für ihn, ein fremdes Grundstück zu betreten. Nachts ist es von großem Vorteil, dass Infrarot-Bewegungsmelder mit Lampe installiert sind. Da gibt es die verschiedensten Modelle. Die gibt es zum Beispiel für Hütten mit Solarmodul, dass die sich automatisch aufladen. Die funktionieren sozusagen autark. Im Winter ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn das Solarmodul dementsprechend großflächig dimensioniert oder gut ist, funktioniert auch das im Winter ganz gut. Und ja, diese Strahler sind ja allseits bekannt. Die sollten so eingestellt sein, dass eben der normale Weg der Bewegung im 90-Grad-Winkel zum Erfassungssensor ist. Hier ist jetzt der Sensor, der erfasst in diese Richtung. Und da wäre es ideal, wenn der Weg zum Eingangsbereich 90 Grad kreuzt. Diese Infrarot-Bewegungsmelder sind eine sehr feine Sache, die funktionieren über Temperaturunterschiede. Wenn jetzt einer sich ganz, ganz langsam bewegt und wenig Wärmesignatur abstrahlt, dann wird die Chance dementsprechend geringer, dass die Infrarot-Bewegungsmelder angehen. Also ein Allheilmittel sind diese Bewegungsmelder im Normalfall nicht. Die können zum Beispiel auch teilweise unterkrochen werden, wenn dann einer unter dem Erfassungsbereich durchkriecht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ihr müsst es so sehen, dass eben die Damen und Herren, die auf euer Grundstück illegal wollen, dass die die Typen durchaus kennen, die man da so sieht und da auch Erfahrungswerte damit haben. Also unterschätzt das Ganze nicht. Da wäre es von Vorteil, dass die Bewegungsmelder zum Beispiel versteckt angebracht sind, dass man eine Blende davor macht, dass man außerhalb vom Grundstück erstmal gar nicht sieht, dass da was ist und zum Zweiten nicht den Erfassungsbereich abschätzen kann. Diese Lampen und Beleuchtungseinrichtungen, die sind gerade für den Winter interessant. Die schrecken schon mal ab durch Licht und dann wird es schon auffällig, wenn da jemand auf dem Grundstück rumkriecht. Also das ist eine sehr, sehr feine Sache. Da sollte man auch nicht nur eine Lampe installieren, sondern mehrere. Und das würde ich auf jeden Fall anraten. Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil viele Einbrüche zur Tageszeit stattfinden. Sprich,
vormittags, nachmittags, am helllichten Tag. Das ist kein Trend, sondern das ist schon seit sehr langem so, dass die Einbrüche nicht mehr, wie man sich's vorstellt, in der Nacht stattfinden. Also so eine Lampe ist interessant, aber nur ein kleiner Baustein zu einem Sicherheitskonzept für euer Haus und Hof. Wir kommen zum nächsten Thema für den Außenbereich. Das sind Kameras. Die Kameras, da gibt es auch die verschiedensten Typen. Die gibt es mit 12 Volt, die gibt es mit 220 Volt bzw. 230 und so weiter. Ja, da sollte man dementsprechend auch beachten, dass es vielleicht mal keinen Strom gibt, dass da ein Baum über die Leitung gefallen ist, als Beispiel. Und ja, so eine Alarmanlage oder so eine Außensicherung wäre von Vorteil, wenn da wenigstens ein paar Elemente dabei sind, die autark oder stromunabhängig funktionieren. Kameras gibt es wie Sand am Meer, gibt es feine Sachen. Allgemein muss man sagen, Funk und Kabel ist ja da am Markt. Und bei Funk ist es so, ihr kennt es von eurem Handy, wenn ihr in einen Tunnel fahrt, das muss nicht immer funktionieren. Bei Kabel, die nicht durchtrennt werden können, hat man da im Normalfall mehr Chancen. Das kann weniger leicht gestört werden. Es gibt zum Beispiel auch Handyblocker, wurde früher zum Beispiel in Kinos eingesetzt, soweit ich weiß, dass das Handy nicht bimmelt. Da hat man halt dann keinen Empfang und wundert sich, was da los ist. Und ja, solche Sachen gibt es für verschiedenste Frequenzen. Und deswegen sind da kabelgestützte Kameras, Bewegungsmelder und andere Elemente für Alarmanlagen sehr interessant, wenn die eben kabelgestützt sind. Ist vielmehr viel schwieriger, dort Kabel zu verlegen, aber es macht sich meiner Meinung nach bezahlt. Ja, die Kameras, die sollten auch so positioniert werden, dass sie nicht leicht zum Beispiel mit einem Spray matt schwarz überdeckt werden können. Ähnlich wie die Lampen mit Infrarotbewegungsmelder, wenn die schön in Brusthöhe montiert sind und das Licht schaltet gerade an und er hat eine Spraydose matt schwarz in der Hand und geht da schnell drüber, dann ist es in dem Moment dunkel. Oder er kann seitlich an die Kamera hin und dann von unten matt schwarz drauf sprühen. Ja, das ist nicht ideal. Das heißt, bei der Montage der Elemente sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die nicht griffbereit sind, dass man sie nicht gleich runterreißen kann, dass man nicht gleich mit einem Baseballschläger draufhauen kann. Also die sollten dementsprechend gegen Vandalismus gesichert sein. Die sollten im Idealfall versteckt sein. Und es sollte eben so montiert sein, dass man die nicht über andere Mittel, zum Beispiel Bauschaum, zum Beispiel Farbspraydosen, leicht außer Gefecht setzen kann. Weil dann bringt euch das Ganze nichts. Man geht ja im Normalfall dann nicht von einem Laien aus, der an einem Haus vorbeiläuft und dann sich entschließt, hoppla, ich will da jetzt einbrechen, sondern das sind ja oft Personen, die sich der Sache durchaus bewusst sind und die Vollprofis sind. Ja, soweit zur Außensicherung eines Gebäudes. Wir haben eben die Möglichkeit, dass man über Bewegungsmelder Licht installiert und wir haben die Möglichkeit, eine visuelle Erfassung zu installieren. Kameras. Die Kameras sollten auch bei Nacht funktionieren. Und ja, da gibt es dann die, das kennt ihr vielleicht, das ist dann innen das Objektiv und außen ist dann Kranz mit Infrarot-LEDs. Da gibt es die verschiedensten Typen, aber die funktionieren im Normalfall sehr, sehr gut. Halt nicht unbedingt auf weite Entfernung, aber im näheren Erfassungsbereich ist das eine feine Sache. Es gibt auch Kamerasysteme, denen ihr bestimmte Erfassungsbereiche zuweisen könnt. Da stellt ihr euch einen Bildschirm vor, wo euer Kamerabild übertragen wird und das ist dann gerastert in verschiedene Gitterelemente und da könnt ihr dann Gitterelemente zuweisen. Und wenn Gitterelemente als Erfassungsbereich zugewiesen sind, dann nimmt die Kamera auf und der Monitor geht an zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Hightech-Möglichkeiten und ja, so eine Kamera kann auch als Bewegungsmelder
gut genutzt werden. Interessanter Bereich zum Beispiel ist, wenn nebendran ein Rollladenelement von euch ist und ihr filmt auf euer Grundstück, dann wollt ihr nicht haben, dass Alarm ausgelöst wird oder der Monitor gleich angeht, nur weil der Rollladen hochgezogen wird. Und dann könnt ihr diese Erfassungselemente zum Beispiel ausblenden. Also da gibt es ganz feine Sachen. Man sollte das Ganze dann auch aufzeichnen. Bitte beachte da die rechtliche Lage. Es ist nicht ohne weiteres möglich, da aufs Nachbargrundstück zu filmen oder vorbeilaufende Leute. Da gibt es ja schon schwerwiegende Regelungen, was da erlaubt ist und was nicht. Das Aufzeichnungsgerät sollte dementsprechend sicher verbaut sein. Das ist nicht ideal, wenn es zum Beispiel direkt hinter der Kamera ist. Das sollte dementsprechend eingemauert sein, extrem vandalismusgeschützt, weil das ist sozusagen eure Versicherung. Wenn einer drauf pfeift, dass er aufgenommen wird, im Gebäude reingeht, dann ist es der seltenste Fall, dass dann sofort nach Aufnahmegeräten gesucht wird. Und wenn die schwer verbaut sind und da kein leichtes Hinkommen ist, dann ist das schon mal eine sehr gute Sache. Nachteil ist, da wird dann natürlich dementsprechend auch randaliert, um an das Gerät zu kommen. Damit müsst ihr auch rechnen. Ja, dann ansonsten vom Objekt gibt es die Fensterelemente, gibt es die Türen. Fangen wir mal an mit den Türen. Die Eingangstüre sollte über einen Türspion verfügen oder über eine Kameraerfassung, dass man die Tür nicht öffnen muss, um zu sehen, wer draußen ist. Dann sollte die über ein Schlosselement verfügen, das dann einrastet, wenn man die Tür zum Beispiel einen Spalt aufmacht. Die Türen an sich sollten über Türsicherungen, also über Seitenelemente, verfügen, damit die Tür nicht leicht ausgehebelt werden kann, scharnierseitig. Und so schöne Panzerriegelchen, die die Tür zusätzlich unterstützen, wäre auch eine feine Sache. Das Allerbeste, was ihr eurer Tür machen könnt, ist ein Panzerriegel querüber. Der ist dann direkt an der Tür dran und ist im Mauerwerk verankert. Also das ist die beste Sache, was ihr für eine Tür machen könnt. Alle anderen Elemente sind schön, aber wenn die Tür an sich instabil ist oder über große Fensterelemente verfügt, ist das natürlich, ja, kann man machen, ist auch sicherlich bis zum gewissen Grad interessant, aber die Tür an sich muss schon sicher gebaut sein. Ja, häufig werden Terrassentüren verwendet oder Wintergärten, um sich illegal Zutritt zu Objekten zu verschaffen. Der Nachteil ist, die verfügen über große Fensterelemente und da ist es ein leichtes, eine Tür aufzuhebeln oder sich mit dem Glasschneider da schnell Zutritt zu verschaffen. Da ist es einerseits sinnvoll, dass die Öffner mit dem Schloss gesichert sind, weil ein Trick ist zum Beispiel mit dem Glasschneider ein kreisrundes Loch auszuschneiden, das dann rauszunehmen, das Glaselement durchzugreifen und die Tür aufzumachen, den Türhebel. Ja, und dann ist der schnell und lautlos drin, dauert nur ein paar Sekunden. Das kann man zum Beispiel durch eine Scheibenschutzfolie, kann man das Ganze vermeiden. Die Scheibenschutzfolie, die ist da sehr interessant. Da werden schon mal einige Sachen abgeblockt in dieser Richtung. Ja, was auch die Scheibenfolie nicht verhindern kann, ist, dass mit einem großen Einbruchswerkzeug, oder braucht nicht mal ein Kuhfuß sein, da reicht auch schon ein großer, stabiler Schraubenzieher, weil die Türen, die sind dann dementsprechend mit Warzenelementen gesichert. Und wenn man weiß, wo die sind, kann man die leicht aufhebeln und dann hat man auch den Zutritt. Da wäre es zum Beispiel von Vorteil, dass man auch entweder Querriegel oder Gitterelemente montiert oder die Scharnierseite wieder sichert und dann zum Beispiel einen Panzerriegel oder andere Verschlusselemente an der Tür montiert, um da den schnellen Zugang zu erschweren. Also schaut euch da mal eure Terrassentür an, ob die wirklich sicher ist
Und das bezweifle ich in vielen Fällen. Die Terrassentüren haben nämlich verschiedene Vorteile. Zum einen befindet man sich im Garten. Da kann man dann ziemlich unbemerkt agieren und da in aller Ruhe arbeiten. Das heißt, ihr solltet zum einen ausschließen, dass ein Einbrecher in Ruhe arbeiten kann. Einerseits durch Bewegungsmelder, die zum Beispiel dann schon einen Alarm auslösen. Da gibt es ganz günstige, die ihr dann zum Beispiel aktiviert, wenn ihr nicht da seid oder in der Nacht, dass einfach ohne Lärm der Bereich nicht betreten werden kann. Und zusätzlich sollte dann zum Beispiel noch ein Licht angehen, dann ist das schon mal ein Baustein. Der zweite Baustein ist, dass man nicht ganz leicht durch die Glasfläche kommt mit dem Ziegelstein. Da zum Beispiel Scheibenschutzfolie anbringen. Und dann geht es weiter mit dem Rahmen. Der Rahmen, der sollte schnelles Aufhebeln nicht möglich machen. Der sollte einerseits in sich sehr stabil sein und der sollte dementsprechend gesichert werden. Ja, ähnlich verhält es sich mit den Fenstern. Auch bei den Fenstern ist es so, viele können sehr schnell mit einem großen Schraubenzieher aufgehebelt werden. Die können eingeworfen werden. Man kann mit dem Glasschneider was öffnen. Man kann die anbohren oder durchbohren, um dann eine Schlinge durchzuziehen. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Je stabiler der Rahmen ist, desto besser ist es. Und ja, da sollte auch die Scharnierseite gesichert sein. Der Riegel sollte abschließbar sein und der Rahmen sollte gesichert sein, dass man den nicht schnell aufhebeln kann. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Auch hier ist ein Querriegel zum Beispiel eine sehr, sehr feine Lösung. Ja, wir kommen zu den nächsten Elementen, die eure Haussicherheit erhöhen. Und da haben wir das Thema Alarmanlage. Bei einer Alarmanlage ist es so, da gibt es häufig einen großen Fehler, der gemacht wird. Die Alarmzentrale und der Melder ist eine Einheit. Das heißt, der Täter kommt in das Objekt rein. Wir haben den positiven Fall dann, dass Alarm ausgelöst wird. Dann schaut er, wo kommt das Ganze her und prügelt entweder die Alarmzentrale kurz und klein, bis die kein Piep mehr macht, weil lauter als der Alarm ist es meistens auch nicht. Oder er nimmt einfach Bauschaum oder ähnliche Substanzen und sprüht das Ding richtig ein und dann ist es auch gedämpft und interessiert niemand mehr. Das heißt, die Signalmittel, Blinklicht und Sirene oder akustische Alarmgeber, die sollten auch so montiert werden, dass man da nicht schnell hin kann, dass es nicht möglich ist, schnell ein Kabel zu durchtrennen und dann hören die auf. Und die müssen eben vandalismusgeschützt sein und dass man die dann schnell deaktivieren kann. Das erreicht man meistens entweder durch einen Gitterkäfig, durch baulich versteckte Montage oder dass die dementsprechend erhöht und baulich geschützt montiert werden. Wenn das in 3 Meter Höhe ist, die Sirene, und dann vielleicht noch ein bisschen in einem Erker drin ist, dann tut man sich schon ziemlich schwer. Noch besser ist es, wenn der Alarmgeber außen an der Wand montiert ist. Da gibt es auch viele Attrappen, egal ob das die Sirene ist oder die Kameras und so weiter. Täuscht euch da nicht. Ihr könnt da höchstens Laien damit abschrecken. Profis kennen den Markt sehr gut. Die wissen sehr gut, welche Dummies da gerade auf dem Markt sind. Also Profis, die interessiert es nicht. Die erkennen im Normalfall, dass das ein Dummy ist. Wer da was machen möchte in der Richtung, der soll sich dann vielleicht einen richtigen Alarmgeber kaufen und den dann montieren als Dummy. Da besteht dann wenigstens eine potenzielle Möglichkeit, dass ein Profi das für echt befindet und dann lieber Abstand vom Objekt nimmt. Ja, Alarmanlagen sollten auch so installiert sein über 2 Zonen, eine Außenzone, eine Innenzone. Über Alarmanlagen gibt es eigentlich, könnte man da mehrere Filmchen machen. Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, wenn sich einer zügig und sehr aggressiv Zutritt zu einem Objekt verschafft. Zum Beispiel, er schmeißt einen Ziegelstein
bei der Terrassentür oder beim Fenster rein, verschafft sich Zutritt und rennt dann in das Objekt Richtung Schlafzimmer, dann bringt euch das herzlich wenig, wenn dann mit einer Verzögerung von 30 Sekunden ein Alarm losgeht, wenn der Kamerad schon bei euch vom Bett steht. Und deswegen ja, gibt es da viel zu beachten und ist es eben so wichtig, dass man mechanische Vorkehrungen trifft. Ihr könnt es nicht vermeiden im Normalfall, dass sich jemand Zutritt zu eurem Objekt verschafft. Das ist eigentlich fast immer möglich. Die Frage ist nur, wie lang dauert's, wie professionell muss das Gerät sein und wie viel Lärm macht's? Das sind die einzigen drei Fragen eigentlich, auf die es da ankommt bei dem ganzen Thema. Wenn einer die Erfahrung hat, das Werkzeug hat, dann verschafft er sich zu fast jedem Objekt Zugang. Aber ihr könnt es ihm erschweren, dass er Lärm machen muss, mit einer Flex zum Beispiel, mit einer Säge und so weiter, und dass er lang braucht. Letztendlich geht es darum, dass das Objekt so unattraktiv ist, dass Profis sehen, oh, das lohnt sich, Punkt 1 vielleicht nicht, Punkt 2, da haben wir viel Arbeit, da schauen wir mal lieber weiter. Also wenn die das denken, dann ist es schon mal ein guter Ansatzpunkt. Es gibt da hierbei zwei Sachen zu beachten. Einerseits die Dummy-Schiene. Man sollte nicht zu viele Dummies machen, weil zu viel Kameras, Licht und sonst was am Objekt könnten auch auf Wertgegenstände im Objekt schließen lassen oder zumindest auf einen erhöhten Sicherungsbedarf. Und dann stellt sich die Frage, warum ist das so? Also zu viele Dummies und so weiter ist auch nicht super. Und andererseits gibt es natürlich dadurch das abschreckende Element. Und da muss man gegenseitig abwiegen, was interessanter ist und was mehr Vorteile bringt. Da kann man auch keine Allgemeinlösung sagen. Das kommt immer auf das entsprechende Objekt an, ob das da jetzt Sinn macht, über Dummies zu fahren oder ob man das lieber dezent macht und das Objekt an sich so ausschauen lässt wie ein normales Gebäude. Aber das muss man dann von Fall zu Fall abwägen, welche Strategie da sinnvoller ist und liegt natürlich größtenteils dann auch am Etat, der zu investieren ist. Reinkommen ist für viele Profis leider nie das Problem. Es geht wirklich darum, das mechanisch zu sichernde Objekt, dass er sehr lange braucht, dass er viel Lärm macht und dass er sehr professionelles Werkzeug braucht. Wenn ihr das schafft, dann ist es schon mal eine gute Sache und es ist auch gar nicht so einfach. Wenn ihr euch vorstellt, jetzt möchte einer in euer Objekt rein und ihm ist es egal, wie viel Lärm er macht und wie aggressiv er vorgehen muss. Mit einem richtig großen Rammelement zum Beispiel ist man bei sehr, sehr vielen Gebäudetüren ganz schnell drin, weil nämlich das Schloss bzw. das Element, wo der Riegel reingeht, inklusive Rahmen, dann komplett rausgebrochen wird und dann stehen die Kameraden direkt in der Bude. Also solche mit Brachialgewalt einen Einbruch zu verhindern, ist fast nicht möglich, ist aber machbar, wobei da die Schwierigkeit besteht, dass man das natürlich von außen sieht und das auch nicht unbedingt immer eine sinnvolle Variante ist. Ja, zu gut Deutsch, der beste Schutz ist, eine mechanische Sicherung zu installieren, wo einer mit normalem, einigermaßen lautlosen Vorgehen nicht sofort in eurer Wohnung oder in eurem Haus steht, wo er dann ein bisschen arbeiten muss, wo er Lärm macht und ihr dann Möglichkeiten habt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Haustelefonleitung übrigens, die ist außen. Ist es am Hausanschluss ein Kabel, das meistens in die Erde geht. Wenn das durchgezwickt wird, habt ihr kein Festnetz mehr. Und wenn ihr denkt, ihr seid mit dem Handy auf einer sicheren Seite, ja, da gibt es ja die Blocker. Wenn ihr da auf einmal keinen Empfang habt, dann liegt es nicht daran, dass mit dem Funkmast was ist oder so, sondern dann ist so ein
Handyblocker aktiviert und dann könnt ihr leider nicht telefonieren. Ja, das ist nur im extrem professionellen Bereich eine Option, die da gemacht wird. Im Normalfall gibt es schon die Möglichkeit, wenigstens dann mit Handy die Polizei zu rufen. Aber nehmt auch diese Möglichkeit in Betracht, dass es Blocker gibt, die euren Handyempfang stören und dass ihr dann eben keine Möglichkeit habt zu telefonieren. Das war jetzt der erste Teil unserer Videoserie Einbruchschutz und Haussicherheit. Das Thema habe ich jetzt natürlich nicht abschließend behandelt. Ich könnte da jetzt zu jedem einzelnen Teilbereich und Aspekt mehrere Filme drehen und hätte die Themen dann immer noch nicht abgeschlossen. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, auch ein Thema, bei dem man sehr, sehr viel Hintergrundwissen braucht. Und ich bemühe mich da jetzt nach und nach, euch Einblick zu geben in das Thema Sicherheit für Haus und Hof und euch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr euren heimischen Bereich sicherer machen könnt. Wir sehen uns in alter Frische im Spezialdepot. Bis bald.